Willkommen zurück zu Pokémon Perfect Platin. Wir sind gerade im Pokémon Center. Wie man sieht. ich will mal Stimme, hallo, wo bist du hin? Ich wollte mal kurz eine Sache zeigen, die mir gerade eben aufgefallen war, wo ich mal so grob über die Pokémon geguckt habe, und zwar bei Wablu. Man sieht halt, dass es insgesamt schon 29.000 Erfahrungspunkte gesammelt hat. So, jetzt vergleichen wir mal mit dem Rest. Laura ist Level 27, also ein paar Level drunter und der anderen, ne? Luxtra hat 25.000 EP gesammelt bisher. Luxtra braucht also wesentlich weniger EP als so ein Wablu. Okay. Können wir verstehen. Wenn wir allerdings diese vier noch dazu ziehen, die sind auf Level 30 bzw. 31 und haben auch schon um die 29.000, 30.000. Ja, schön. Wablu braucht viel mehr EP als die anderen. Ach, das wird ein Spaß. Wollte ich nochmal so zeigen, ist mir so aufgefallen gerade eben. So, was haben wir hier? Ich habe noch ihren Namen vergessen. Frieda, nein. Frieda war es nicht. Warum habe ich den Namen schon vergessen? Entschuldigung, den Namen muss ich jetzt kurz nachgucken, ja? Also bis gleich. So, okay, der Name war Hilda. So, damit haben wir es auch geklärt. Hilda hieß sie. Ich immer mit dem Namen hier. Das ist grausig. Ah, genau, das ist beim Fliegen. Also Fliegen werden wir wahrscheinlich irgendwo hier bekommen in der Stadt, denke ich mal so. Wäre ganz nett. Auf jeden Fall. Ach genau, wir machen ja jetzt erstmal die, Dingens hier. Die Stadterkundung, genau. Wake in Pistoria. Das müsste an sich, Marinus in Weideburg sein, oder? Ich glaube schon. Das ist dann der sechste wahrscheinlich. Ne, der fünfte Arena, also. Oder? Fünfter oder sechster? Ich habe keine Ahnung, wie die Reihenfolge ist. Okay, sie hat einen Regenschirm gekauft, aber sie will nicht, dass er nass wird. Das ist auch gut. Wozu kauft man sich einen Regenschirm? Wenn man nicht will, dass er nass wird. Mein Gott, ey. Egal. Genau, ich bin Trainer. Ach, der gibt uns ein Porygon. Das ist cool. Das werde ich dann gleich abholen. Ein Porygon, warum nicht, ne? Okay, Team Galactic hat irgendwie komische Stacheln im Gebäude. Gut, warum auch nicht? Gucken wir es mal ein bisschen weiter. Also wenn wir gleich wieder am Pokémon Center vorbeilaufen, dann mache ich ein bisschen Platz für Porygon. Also der Kraterberg teilt sich nur in zwei Hälften. Das kann man am Pokémon Schalellos sehen, weil die sind so unterschiedlich gefärbt. Wenn man es links vom Kraterberg trifft, ist das glaube ich rosa. Und wenn man es rechts trifft, ist es blau. Irgendwie sowas weiß ich gar nicht. Ja, und Pokémon treffen in verschiedenen Weisen auf. Okay. Das ist Kaufhaus. Da werden wir jetzt noch nicht reingehen. Gehen wir gleich rein. Ja, genau. Ein bisschen... Ja, die Stadt sieht ein bisschen kalt aus. Ja, über der Stein hier, ich weiß. Nicht so schön, ne? Aber gut. Ich werde mir erstmal kurz Porygon abholen. Das wäre sie auch ein gutes Teammitglied, oder? So ein Porygon? Ich meine, das kann ich ja im Spiel sogar zu Porygon Z entwickeln. Aber nee. Das muss ich doch mal schon wieder ablegen. Das ist ja voll schlimm, ey. Nur weil es das einzige ist ohne Ballkapsel. Oh Gott. Naja. Mit der Ballkapsel werde ich mal was überlegen müssen. Ob ich es vielleicht doch wieder abnehme. Weil es ja doch ein bisschen lästig ist, wenn ich dauernd wieder dran machen müsste und wieder abnehmen müsste und bla und blub. Na, mal schauen. Erstmal nehmen wir Porygon mit. Ja, Porygon ist weggerannt, natürlich. Das kann ja auch so viele Beine. Zeig mal her, Porygon. Auf Level 25. Ah, ein bisschen niedrig, ne? Yay. Ja, na gut. Hat sogar Magnetflug. Cool. Aber Porygon werden wir nicht benutzen. Darum schmeiß ich gleich wieder auf den PC drauf. Habe ich jetzt so beschlossen. Ja, was soll ich mit Porygon? Keine Ahnung. Es kann gerne auf dem PC vergammeln oder irgendwelche Viren einfügen. Wie es will. Obwohl, Viren auf dem PC wären auch nicht so gut. Darum, Porygon, mach mal ein bisschen freundlich zu den anderen, ja? Wann kommt eigentlich nichts Ingame-Tausch, frage ich mich gerade. Wir hatten ja bisher erst zwei. Und es stehen noch zwei aus an sich. Müssen wir mal schauen, wann der nächste kommt. So, wir gehen erstmal jetzt Richtung Stadteingang zurück. Gucken, ob da irgendwas war. Ja, Spielhalle gibt's hier, aber da müssen wir schon mal reingehen. Stehe ich an sich nicht so drauf. Ah, hier ist was. Ein Sternstück, das kann man verkaufen. Und das sind komische Team Galactic-Typen. Ja, das ist Team Galactics. Okay, das ist Lagerhalle.
Awesome Team Galactics Awesome Warehouse. Oh ja, voll awesome und so. Okay, ich glaube, da kommen wir noch nicht rein. Irgendwann später vielleicht mal. Okay, man kriegt TMs in der Spielhalle. Das ist nichts Neues. Das steht hier wahrscheinlich nur das Ortsschild, richtig. Was willst du? Oh, Franzose. Ja, ich mag Pokémon. Okay, er mag auch Pokémon. Was passiert, wenn ich sage nein? Ilnia Kavuregade. Was hieß das nochmal? Ilnia... Irgendwie was von wegen, dass er jetzt mich anheult. Keine Ahnung. Und mich nie weiter beachten will oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Schmarrn. Ist aber auch unwichtig wahrscheinlich. Ja, sie haben sogar eine VM da. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich fliegen sein. Okay, mit den Meteoriten hier kann man, glaube ich, Deoxys in die unterschiedlichen Formen verwandeln. Darf aber kein Deoxys haben, ist das egal. Da oben gehen wir nicht hin. Noch nicht. Irgendwann später mal, aber noch nicht jetzt. Ist unnötig. Okay, fliegen ist im Warenhaus. Müssen wir gucken, ob wir irgendwann ins Warenhaus kommen. Achso, okay, hier kriegt man die Preise für die Münzen. Okay, und klauen wir also den Münzkorb. Okay, den holen wir auch noch. Was gibt's denn so für Preise hier? Ein Seinschal, bla bla bla, TM. Ja, aber ich weiß, dass die TMs hier bringen, ne? Aber die sind sowieso so teuer, also... Nee, danke, lass mal. Hab ich kein Geld für. Habe ich jetzt so beschlossen. Also haben wir schon... Ich habe schon mit dem geredet, was mache ich eigentlich? Die Spielhalle, da bringt es nichts, ohne Münzkorb reinzugehen. Ja, genau, hier ist irgend so ein Typ, der... eine Fremdsprache spricht, ja. Französisch zum Beispiel. Ist hier irgendwas? Keine Ahnung, ist noch egal. Ich bin nicht so auf versteckten Items aus jetzt diesmal. Weil ich keinen Bock habe, auf Touchpad rumzuklicken. Oh, wir kriegen TM. Sehr schön. Und zwar, was für eine? Embargo. Itemsperre ist das. Braucht man nicht. Sinnloses Item. Sinnlose TM. So irgendwie. Meine Pokémon? Eine Massage irgendein Pokémon? An sich hätte die Evoli gebraucht, aber Evoli ist jetzt entwickelt. Also kommt, geht trotzdem nach Tara. Steigt die Freundschaft noch ein bisschen und das macht, Return ein bisschen stärker. Und da kriegen wir einen Giftextrakt. Achso. Okay, ist so ein Fashion-Item. Egal. Ja. Gut, damit haben wir leider wieder ein bisschen glücklicher gemacht. Dann macht Rückkehr mehr Schaden. Ah, das ist wahrscheinlich der Clown da. Oh, Spin. Okay, welche Hand ist es? Links oder rechts? Ich sag mal links. Falsch? Schade. Dann jetzt aber, komm. Jetzt rechts. Yay! Er hat sich geändert. Und dafür gibt es den Münzkorb. Ach, sehr schön. Dann können wir jetzt doch in die Spielhalle gehen an sich. Ne, ich wollte nicht nochmal kämpfen. Reden. Kämpfen. Jetzt geht's los. Kämpfen. Auch gut. Ich wollte jetzt Spielhalle. Ja, gehen wir in die Spielhalle, komm. Eine Runde spielen. Ach ja, komm. Glücksspiel. Illegal, aber scheiß drauf. Nein. Kriegen wir von irgendwem Münzen? Ja, kriegen sogar Münzen. 20 Münzen. Ja, ich will wahrscheinlich sowieso nicht wirklich spielen. Einmal vielleicht, aber... 50 Münzen, danke sehr. Sehr schön. Irgendwas mit Pipi müde, keine Ahnung. Ey, das ist doch Lebel. Lebel, was machst du hier? Ah, hier ist das Team Galactic-Logo irgendwie, okay. Ah, okay. Er will in der Spielhalle nach Team Galactic forschen. Alles klar, alles klar. Natürlich. Ich will nicht wissen, wie es geht. Danke. Was, geben wir jetzt noch ein paar Münzen? Nein, okay, dann nehmen wir den nochmal. Noch nicht gekämpft. Was, die hat denn seine Tochter? Okay, wird lustig. Na, spielen wir mal eine Runde, komm. X Insert Coins, okay. Okay, jetzt muss ich nur drücken. Wow! Das war Glück. Das war echt Glück. Okay, nochmal X. Und los. Alles gleichzeitig.
Hallo? Reagiere! Ah! Die Katze wollte irgendwie nicht reagieren. Ach, egal. Start-Exit. So. Ist ein bisschen wärmer auf der Tastatur, richtigen Tasten zu treffen. Ah, und was für ein Wucher kosten die Münzen hier? 1050 Münzen, also 510.000. Oh Gott, da kann ich 2000 Münzen kaufen. Dafür kriege ich genau fast gar nichts. Doch, ich würde einen Seitenschall bekommen, den könnte ich natürlich nach Tara geben, aber... Nee, lass mal. Geht schon so. Wir gehen lieber in die Arena und sehen Lucius davor. Ach, Lucius, was willst du? Hey, Lea, willst du den Arena-Leiter besiegen? Ach, du wirst echt immer stärker und stärker. Ich, ja, ich habe im das Spiel vorbeigeschaut und... ich meine, ja, also auf jeden Fall habe ich natürlich auch im Pokédex gearbeitet, aber... Ach, wie auch immer, mach weiter so. Oh, was ist das denn? But the wing is my rolling sea, towering waves shaped me... Ach Gott. Ich weiß gerade nicht, wie der Dialog auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall sollte ich den nicht so komisch übersetzen. Auf jeden Fall, ich weiß auch gar nicht, was die ganzen Wörter hier heißen. Hallo? Royal? Habe ich noch nie gehört von Roiling Sea? Weiß ich nicht. Towering Waves, die auftürmenden Wellen, Shape. Weiß ich nicht. Crash. Achso, das ist jetzt dieser Wellenbrechersatz, weil der ist ja Magnus der Wellenbrecher. Okay, er ist Tidal Wave. Weiß ich gar nicht, was Tidal Wave war. Was gibt's denn da dann? Ah! Ekelhaft. Ja. Lösche das Feuer, Wellenbrecher, laufe vor Let weg, Wellenbrecher, bla bla bla. Ah, ah. So ging es mal hier. Ja, komm, hau ab. Hallo, Typ und junge Lady. Sehr nett. Ihr fordert den Arena-Leiter heraus, nicht wahr? Lass mir euch sagen, sie ist jung, aber sie ist wirklich ein wahres Genie. Ich habe versucht, mich zu trainieren und ich war wirklich gelähmt darüber, wie stark sie ist. Ach, ich sollte euch besser sagen, wer ich bin. Ich bin der dreifach gefährliche Arena-Leiter in Pokémon, Wrestling und Sing. Oh Gott. Ich bin der Wellenbrecher von Weideburg. Wir werden uns wiedersehen. Ja, tschüss, Marinus. So, obwohl du den Namen nicht gesagt hast, egal, du hast Marinus. Also, ja, Ilea, viel Glück in der Arena. Danke sehr. Werde ich ja brauchen. Nein, werde ich nicht brauchen. Wir gehen einfach rein. Und schauen mal, was hast du uns zu sagen? Kampf-Pokémon, genau. Also, Normal-Pokémon sollten wir nicht einsetzen, haben wir es noch nicht. Aber Flug- und Psycho-Pokémon können wir einsetzen. Dummerweise haben wir nur keine Flug-Pokémon. Wir haben nur... keine Psycho-Pokémon, meine ich natürlich. Wir haben nur Flug-Pokémon. Und zwar einmal Sichlor, das hat auch eine Flugattacke, und Laura hat leider keine Flugattacke. Also, na, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Also, Layla wird in der Arena wohl nicht eingesetzt werden. Saskia unter Umständen. Aber gucken wir mal. So, wir müssen hier auf jeden Fall diese lustigen Boxsäcke verschieben, damit es uns einen Weg frei macht. Ja. Jetzt kommt wieder, jetzt geht wieder los hier mit der Reihenfolge. Das ist immer so eine Sache, weil ich nicht so gut kann. Okay, vorher auch, ich habe es noch nie durchgehabt, aber okay, irgendwann habe ich es mal gemacht. Psycho Blow for Love. Ja, ja, die Karate-Brüder, die labern irgendeinen Schluss. Für die Liebe, für die Freundschaft. Ach, keine Ahnung, was ist das denn? Mashok. Ich will jetzt schon auswechseln. Weil das Kia in der Arena hier wahrscheinlich auch nicht so gut klarkommt. Ich hätte echt mal sie einsetzen. Soll ich durch nur Domme kämpfen lassen oder wie? Oh Gott. Ja, geht wohl nicht anders. Ich muss nur Domme kämpfen lassen. Wenn möglich. Das ist am einfachsten. Für mich. Aber ich kann es auch mit diesen Rumtauschen machen. Weil Dom an sich auch eine Kampfattacke auch erleben müsste. Weil er der Gegner sowieso one-hitted, also von daher ist es egal. Zumindest für den Anfang wird er sie one-hitten. Ja, Level 31 für Saskia, sehr schön. Und will Payback lernen. Payback ist... Gegenstoß. Nein, brauchen wir nicht. Richtig, brauchen wir nicht lernen. Gegenstoß können sie an sich nach Tara beibringen, oder? Ich meine, da gibt es so einen TM. Überlege ich mal.
So, ich wechsle jetzt gar nicht aus. Nee, komm. Wir lassen mal so. Soll Dommel das machen? Oh, Level 29. Das ist schon gleich viel stärker. Was wird die Arena drin für Level haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, keine allzu freundlichen. Das ist auch nicht sicher. Aber welche? Keinen blassen Schimmer. Werden wir sehen. So, Level 31 für Dommel und noch ein Mashok. Mein Gott, hat er nur Mashoks, ey. Machoke. Level 31, ah. Gucken, ob das überlebt. Auch nicht, okay. Dommel ist wieder zu stark für die Arena. So wie ich das gerade sehe. Ja, Laura kriegt immer schön EP, das ist gut. Muss erstmal rankommen. So, hier gibt's nichts weiter. Das ist nicht gut. Dann gehen wir einfach mal hier weiter und schubsen das Ding nach oben. So, genau. Und dann schubsen wir das nach oben. Dann haben wir den Weg frei. Und können schon zum nächsten Trainer gehen. Und für was kämpft er? Nicht für die Liebe, sondern für den Mut. Courage, ja. Courage ist Mut. Ich wollte schon Mute sagen. Hilfe für das Muten. Kämpft fürs Muten. Nur dummerweise hat er noch nicht geschafft, sich selber zu muten. Schade drum. Ja, wieder zum Dommel wechseln. Ist einfach das Einfachste. Das geht nicht anders. Saskia kann hier nicht so viel ausrichten, weil sie direkt umgenietet wird. Das wird noch lustig, Saskia zu trainieren. Auf das bestimmte Level, auf das ich sie haben möchte. Weil sie da was lernt und da kann ich es erst entwickeln. Ich meine, ich könnte sie ja theoretisch schon zu Vulnona entwickeln. Aber es ist noch zu früh. Wegen einer bestimmten Attacke halt. Mediti. Ach, ich bleib einfach draußen. Zurück. Zum einfachsten so, indem ich einfach draußen bleibe. So, Flügelschlag. Ja, das wird ein bisschen langweilig, jetzt hier durchzukommen. Einfach erstmal alles one-hitte. Man sollte so ein sicherer Solo anmachen. Ich glaube, das geht sogar, weil Sichlo einfach zu stark ist. Vor allem das hier. Ich meine, das ist sehr hart. Und ihr sammelt noch fleißig Angriffs-EVs. Von daher wird der Angriff noch ein bisschen höher ausfallen. Ist doch ganz schön, oder nicht? Ja, ich denke schon. So, wieder massig EP und besiegt. War das ein spannender Kampf, ey. Ich bin richtig geschockt. Jetzt lässt er mich hier nicht durch. Okay, dann gehen wir hier so durch und schieben den, sag mal, so. Genau. Und dann in die andere Richtung. Damit wir hier ein paar Blockaden weiter entfernen. So, da nochmal weiter. Und dann noch einmal weiter. Und dann haben wir den Gang schon mal frei. Ach, ist das schön. So. Dann komme ich hier wirklich nicht hoch. Weiter? Nee. Dann kämpfen wir jetzt gegen diesen da. Der uns auch erstmal den Weg versperrt, wenn wir da lang wollen jetzt. Wenn wir da lang wollten. Der kämpft für die Hoffnung. Ja, hoffen wir, dass du gewinnst, ey. Ne? Weil das wird schon schwer genug für dich. Die Bunkel. Ich glaube, da würde ich sogar wagen, Saskia draußen zu lassen erstmal. Ja, erstmal Irrlicht. Was verfehlt. Und der macht den Schmarrn. Okay. Kann ich mitleben. Ich hätte, glaube ich, erstmal Kopfschwein machen sollen. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Naja, jetzt brennt es ja. Von daher, alles gut. Finte. Sollte nicht so viel Schaden anrichten. Nee. Mit der Verbrennung sowieso nicht. So, jetzt noch Konfusstrahl. Ich bin verwirrt, ja, und treffe mich selber, verdammt. Noch so viel Schadenspunkte, wow. Ja, Critical Hit. Nicht schön. Ich wechsle aus. Aha, Mann. Mach mich echt noch fertig hier. Saskia einfach irgendwie nicht so stark ist. Na, zum Glück kannst du einen Flammenwurf drauf. Aber so kann ich es auch gut gegen Gegner einsetzen, die auch schwach dagegen sind. Okay, das wird in der 6. und 7. Arena der Fall sein. Also da wird Saskia hoffentlich ein bisschen mehr kämpfen können. Und auch was reißen. Solange muss ich sie irgendwie nebenbei jetzt hochziehen. Ich könnte ihr natürlich bis zum bestimmten Level den EP-Teiler geben. Takedown, das ist doch Bodycheck, oder?
Das kannst du gerne lernen. Mach dafür mal Furienschlag weg. Bodycheck ist immer lustig. Auch wenn mir ein Flugattack irgendwie lieber gewesen wäre, aber naja. Ach, und noch ein Maschok, okay. Machen wir auch noch. Ja, sollte auch mal jetzt die Arena solo machen, was soll's. Aber in diesem Part nicht mehr, weil wir den Part werden wir jetzt nach dem Kampf auch beenden. Und dann werden wir im nächsten Part weitermachen in der Arena hier und gucken mal, wie die Arena weiterläuft. Ja. Irgendwie so. Also, bis zum nächsten Part bei Pokémon Perfect Platin. In der Schleier der Arena. Bis dann.